dabei, wie du siehst. Welcher Kapitän nimmt den Pokal mit nach Haus? Battle of the Socials ist das, was ich brauch. Was hat Team Knossi vor? Wer schießt heute das erste Tor? Team Leder dribbelt, hat sie den Willen, das hier zu gewinnen. Aber vielleicht unterschätzt sie, dass Team Eli noch da ist. Und vielleicht übernimmt Team Junis die erste Phase. Ich sag dir nein, ich weiß es. Was geht, meine lieben Fußballfreunde? Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt es wahrscheinlich im Intro bzw. im Titel schon gesehen. Wir haben den 30. Juli. Für mich geht es heute zum Battle of the Socials und ich nehme euch natürlich mit. Ganz wichtig, bevor das Video startet, ihr habt die Chance auf einen originalen Battle of the Socials Miniball original überreicht bekommen vom lieben Johannes von dem V-Life Guys. Sehr, sehr geiles, dickes Dankeschön an dich. Wenn ihr Bock habt, diesen Ball zu gewinnen plus ein offizielles Team-Captain-Shirt eurer Wahl, dann schreibt jetzt Hashtag Bots in die Kommentare. Und vielleicht seid ihr dann der glückliche Gewinner. Ihr könnt so oft schreiben, wie ihr wollt. Und natürlich, um eure Gewinnchance zu erhöhen, folgt mir gerne auf Instagram. Und jetzt geht's los mit dem Video. Viel Glück. Ja, Leute, ich bin echt mal gespannt, was mich da heute erwartet. Was ich natürlich weiß, ist, dass es ein Fußballmatch ist, dass es in unserer MEWA Arena stattfindet. Aber sonst lasse ich mich eigentlich mal wirklich überraschen. Ich weiß, dass jeder da ist, also so gut wie aus jedem Bereich, ob TikTok, Twitch, YouTube, für jeden ist auf jeden Fall was dabei. Was ich ehrlicherweise, no joke, echt cool finde, weil egal von was du Fan bist, egal welchen Bereich du feierst, du kommst heute auf deine Kosten, was die Leute angeht. Und auch eine coole Halbzeitshow, Chiago wird da sein. Otto leider nicht, er war angekündigt, kann aber leider nicht, aber was soll man machen? Ich glaube, da kommt man drüber hinweg, sag ich mal. Und was ich auf jeden Fall dabei habe, ist ein Tor, weil ich musste auch gucken, was ihr so am Ball könnt. Wenn ihr die Ergebnisse sehen wollt, schaut gerne bei TikTok vorbei. Ich bin jetzt auch noch ein paar wenige Meter vor der MEWA Arena. Bin mal gespannt, was mich da erwartet, ob sie ja auch vorm Stadion ein bisschen was... Ja, ob ich euch auch vor dem Stadion mal ein bisschen was zeigen kann, ob sie sich da viel überlegt haben, was sie sich überlegt haben. Ich weiß wirklich nicht, was abgeht. Ich sag's euch ehrlich, ich lasse mich überraschen. Was ich weiß, ist, dass es ein extrem langer Tag wird. Ich glaube, von 11 bis 18 Uhr, was wirklich sehr, sehr lange. Ich glaube, so lange war ich noch nie in der MEWA Arena, aber mal sehen. Auf jeden Fall bin ich, beziehungsweise kann ich die MEWA Arena schon sehen und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir dann an der Arena sind. Angekommen an der MEWA Arena, im Hintergrund kann man es unschwer erkennen und ich habe auch gerade eben schon die Schuss-Challenge gemacht für TikTok und da waren ja teilweise wirklich bodenlose Schüsse dabei. Aber wenn ihr, wie gesagt, das Ergebnis sehen wollt, schaut bei TikTok vorbei. Es ist relativ viel los. Gerade eben ist auch schon ein Mannschaftsbus angekommen von der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, Team Knossi oder so war drin. Viele von euch getroffen, fand ich auch sehr, sehr cool, dass da auch der eine oder andere Mainzer mit am Start ist heute. Aber ja, ist ja auch verständlich, wenn es in der MEWA Arena stattfindet. Ich finde es aber, das Rahmenprogramm, was hier geboten wird ums Stadion, finde ich eigentlich echt ganz cool gemacht. Regen hat auch aufgehört, also was will man mehr? Vielleicht... Ja, finden wir den einen oder anderen Influencer noch oder passen den einen oder anderen ab. Marc Eggers haben wir schon gesehen, der hätte auch gerne schießen können. Aber ja, dazu ist es leider nicht gekommen. Trotzdem schaue ich mal gleich, ob ich auch mal ins Stadion komme. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Einlass, ob man dann auch während des Spiels wieder rein und raus kann. Wie gesagt, ich habe absolut keinen Plan, was heute abgeht. Es ist auch ein völlig spontaner Vlog heute. Ich weiß auch gar nicht, weil das ist ja kein typischer Stadion-Vlog. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich das auf alles hier filmen werde, wie ich das alles schneiden werde, aber es wird wahrscheinlich irgendwie ein cooler Vlog werden. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Bis jetzt sehr, sehr cool. Hey Leute, ich wurde gerade so unglaublich gebrochen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Da war einfach gerade ein reiner Kallmund. Ich mache ein Bild mit ihm. Ich kann die Bilder mal einblenden. Das erste komplett verschwommen, dann bin ich nochmal zu ihm hingerannt und das zweite einfach noch mehr verschwommen. Einfach weg. Er war einfach weg. Digga, aber die Legende Rainer Kallmund. Er hat zumindest gesagt, der ist Team Knossi. Also er traut Team Knossi heute viel zu. Und wir sind ja sowieso, also es dauert glaube ich, bis sie anfangen sowieso noch ein bisschen. Ich dachte mir, wir fragen sowieso einfach mal die Leute, was sie denn glauben, wer heute Battle of the Socials gewinnen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich gebe meine Meinung im Stadion später ab, wenn die Spieltagsbrille auf ist, ihr kennt es. Den lieben Adam haben wir natürlich auch getroffen und du spielst selber nicht mit, ne? Auf keinen Fall, ne. Könntest du nicht? Es ist ja so, bald ist Seven vs. Wild und ich will vorbereitet sein und mir nichts brechen. Aber fußballerisch, was würdest du dir geben von 1 bis 10? Also ich habe bei den Trimax Fußballturnier, bei dem großen Kick, letzten Dezember, ich habe 3 Tore gemacht oder so, obwohl ich gar nicht so viel gespielt habe, alle reingelackt. Und darauf ruhe ich mich bis heute auf, immer wenn es irgendwie um das Thema Fußball geht. Sage ich immer, referenziere ich immer auf diese Tore. Aber ich glaube,
Ich bin nicht so wirklich im mittleren durchschnittlichen Bereich, sondern wahrscheinlich noch mal ein bisschen runter. Aber ich habe immer Spaß. Aber kommentieren kannst du besser. Also. Wie sind deine Fußballskills als jemand, der jetzt hier so viel auf dem Fußballgeschehen folgt? Eine 7 von 10 würde ich sagen. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber eine 7 von 10. Oha, lass uns starten im Fußball spielen. Ich wäre gerne unten auf dem Platz. Wo bist du stattdessen? Erste Reihe, Block A. Oi, 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 A1. Das klingt nach einer teuren Karte. Ja, die war relativ teuer. Aber was macht man scheiße? Ja, sorry, ich übernehme das Interview. Gut. Das ist dein Interview. Entschuldigung, Entschuldigung, YouTube-Community. Gerne mit rein. Was tippst du? Wer ist dein Favoritenteam? Battle of the Socials? Wer geht hier als Sieger raus? Also, Eli hat ja seine ganzen Jungs am Start, die auch schon mit ihm koordiniert Fußball gespielt haben. Und ich glaube, es wird zu einer großen Gefahr. Gegen Team Lena, auch gegen Team Knossi. Da sind ein paar coole Leute dabei. Muss man eigentlich nochmal offiziell nachfragen, ob ich parteiisch sein darf. Ja, darfst du. Bei mir darfst du parteiisch sein. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich glaube, dass alle volle Kanne da dabei sind. Man hat ja gesehen, wie sich die Leute vorbereitet haben. Knossi zum Beispiel, irgendwie gefühlt 23.30 Uhr oder so scharf gegangen. Völlig untypisch. Ja. Alle anderen Leute, gestern bei der Party, sind dann so nach 10 Minuten wieder gegangen, weil die fit sein wollten, weil die es alle ernst nehmen. Ja, deswegen, man kann es offen halten, ob es da nicht vielleicht eine Überraschung gibt. Ja, vielleicht. Ja. Aber was ist dein Tipp? Jetzt musst du es noch sagen, jetzt hast du so viel geredet. Überraschend knapper Sieg, aber trotzdem am Ende für Team Eli. Team Eli? Ja, ich glaube auch tatsächlich. Die haben gute Jungs dabei. Team Knossi ist auch motiviert, ich habe Flying Uwe gerade eben gesehen. Er hat sehr, sehr Bock, auch ein paar Dinge reinzuschießen. Danke dir. Sehr gerne. Machen wir direkt weiter mit dem lieben Nikolas. Ich glaube, die meisten werden ihn kennen. Der gibt natürlich jetzt auch seinen Tipp ab. Wer wird heute Battle of the Socials gewinnen? Twitch ist ein No-Brainer. Twitch, wo ist dein Bruder? Team Twitch. Aber Team Twitch gewinnt nicht wegen Team Twitch. Nee, ich spiele tatsächlich nicht mit. Ah, schade. Wie werden deine Fußballskills von 1 bis 10? 6, eine solide 6. Oh, das ist doch ordentlich, oder? Das ist doch in Ordnung. Das ist ordentlich. Ja. Und letzte Frage, die mich persönlich einfach interessiert. Was brauchst du maximal selben oder zweiten? Alles. 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 Wir haben es reingeschafft in die Dev-Arena. Ey, das ist geil irgendwie, weil man so lange nicht mehr hier war. Jetzt endlich wieder hier zu stehen, das gibt einem schon ein heimisches Gefühl, auch wenn es ein komisches Gefühl ist am Ende des Tages, weil ja, normalerweise ist man immer hier zur Bundesliga schauen und jetzt mal sowas zu erleben hier in dieser Arena, das ist ungewohnt, weil sowas normalerweise hier nicht stattfindet. Und ja, ich muss trotzdem sagen, es ist gut gefüllt. Hier hinten ist ja der Stehbereich, normalerweise bei unseren Heimspielen. Da ist jetzt der Stehbereich für die verschiedenen Teams, da konnte man sich aufteilen, je nach Team. Und ich glaube, Team Eli und Team Knossi haben auf jeden Fall die meisten Zuschauer hier. Auch als sie gerade eben angekommen sind, völlig brutal, also was da abging. Sehr, sehr, also sehr, sehr krass, muss man auch ehrlicherweise so sagen. Der wurde hier wirklich reingekarrt, der Eli. Aber ja, war auf jeden Fall cool, dass man hier sowas auf die Beine stellt bei uns in der heimischen Arena. Ist sehr, sehr cool und die haben sich auch viel überlegt. Also was hier für eine Organisation drin steckt, völlig geisteskrank. Ich suche jetzt mal meinen Platz. Ich sitze in der ersten Reihe natürlich, damit man alles mitkriegt. Wie wir ja gerade eben schon mal mit dem Adam gesagt, sehr, sehr lieb. Ey, wie lieb war bitte Adam? Also sehr, sehr korrekt. Skyline TV, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Sehr, sehr lieb, auch Nikol, also der Bruder von Trimax, Nikolas, auch sehr, sehr nett gewesen. Und ja, vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Tipp von irgendeinem Zuschauer. Ich hoffe, ich sitze neben keinem Kaiserslautern-Fan, das wäre nämlich, da müsste ich einmal durchatmen, weil da vorne in der ersten Reihe, wo ich meinen Platz habe, da sitzen ganz viele Kaiserslautern-Fans. Ich hoffe, ich sitze neben keinen, aber ich werde es wahrscheinlich überleben, aber es wäre schon, ich muss auf jeden Fall, meine Wut müsste ich dann unterdrücken, sagen das mal so. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich glaube, das wird ein geiler Tag.
Mewa Arena, sage ich mal. Zwei Spiele wurden jetzt gespielt, die beiden Halbfinale und tatsächlich Knossi gewinnt gegen Team Eli. Ich habe ja safe gesagt, dass Team Eli gewinnt, aber ich glaube, das meinten viele. Auch Eli sagte, der Druck war vielleicht definitiv ein bisschen zu hoch, aber dass Knossi hier gewinnt, sensationell, aber auch wirklich verdient. Also wirklich klasse Konter gefahren. Ich glaube, die haben relativ viel auf Konter gespielt, muss man ja ehrlicherweise so sagen. Eli mehr Ballbesitz gehabt, also Team Eli mehr Ballbesitz gehabt. Aber am Ende, glaube ich, Team Knossi gegen Team Yunus vor allem ein richtig geiles Finale, weil Team Yunus auch mit Nico Bungert als Trainer echt nicht schlecht ist. Sie haben echt richtig, richtig viele gute Kicker dabei. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet. Also mein Spieltagstipp leider nicht aufgegangen, sagen wir es mal so. Team Eli raus. Ich bin jetzt noch im Spiel um Platz 3. Stimmung ist eigentlich echt richtig, richtig geil. Also vor allem beim letzten Spiel, das war sehr, sehr cool, die beiden Mannschaften zu sehen, auch die ganzen Jungs, die man ja kennt. Das ist schon was Besonderes und das merkt man auch. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt kommt Chiagu Halbzeitshow. Ich bin auch mal darauf sehr, sehr gespannt. Also Team Eli ist raus, Finale Knossi gegen Team Yunus. Sehr, 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 sehr geil. Bevor es aber jetzt in die Halbzeitpause geht, habe ich gerade eben von einem Zuschauer von mir was sehr, sehr Interessantes erfahren. Dass Bilal, der hat ja heute Team Eli gespielt, der hat auch echt viele gute Aktionen gehabt, aber es hat am Ende gar nicht gereicht. Der hat ja mal bei uns gespielt, bei Mainz 05 im NLZ. Alter, und ich glaube, der hat heute das allererste Mal in seinem Leben im großen Stadion gespielt. Hat ihm heute aber leider alles nichts gebracht, denn wie gesagt, Team Eli leider ausgeschieden. Aber fand ich halt sehr, sehr interessant, als Mainz-Fan auch mal ja, ihn jetzt hier spielen zu sehen und daran sich zu erinnern, dass Bilal ja einfach mal bei uns gespielt hat. Er war ja einfach mal Spieler von Mainz 05, hat ja hier seinen Profivertrag unterschrieben. Leute, das war's also, das Battle of the Socials am Ende mit einem verdienten Sieger. Team Yunus gewinnt, Team TikTok. Eli gnadenlos gescheitert, war ja mein Favorit, aber mit Alio und vor allem, wenn Nico Bungert seine Finger im Spiel hat, dann kann ja nur Team TikTok gewinnen, muss man ja ehrlicherweise so sagen. Nee, Spaß, also wirklich überraschend. Team Knossi gar keine Chance gehabt, also wirklich, die haben super zusammengespielt. Am Ende des Tages ein verdienter Sieger. Hinter mir alle enttäuscht gewesen über Team Twitch. Die haben teilweise auch richtig geflucht und so. In meinen Augen waren sie auch die Favoriten, haben es dann am Ende nicht zeigen können, selbst gegen Team Instagram keine Chance gehabt. Es war ein sehr, sehr geiler Tag, ein sehr, sehr cooles Event und sowas mal erlebt zu haben, ja, seine Leute auch zu sehen, die man ja so verfolgt, das ist schon sehr, sehr cool und vor allem, wie viele von euch doch da waren, das hat mich wirklich überrascht. Danke, danke für diesen Support, sehr, sehr lieb. Und dass ihr auch heute hier so am Start wart und mich angesprochen habt, nicht selbstverständlich. Danke, danke, danke. Wenn ihr Bock habt auf weitere Stadionvlogs von mir oder allgemein Bock auf Stadionvlogs habt, dann lasst doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und ganz wichtig, jetzt noch eine Bewertung in die Kommentare rein. Einen Daumen nach oben da lassen. Dann bin ich zufrieden, ihr freut euch und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einem richtigen Fußballmatch und live aus dem Stadion. In dem Sinne, macht's gut, ich bin raus. Ciao.